So, jetzt nehmen wir die zweite Reihe auf. Dabei ist ein bisschen was zu beachten. Die zweite Reihe beginnt wie alle anderen auch mit einer ganz normalen Schuppe hier an dieser Seite. Das heißt, auf dieser Seite die Randschuppen liegen nachher alle übereinander. Aber wir wollen ja nachher einen Versatz erzeugen. Und das zeige ich euch jetzt. Der erste Unterschied zur anderen Reihe, wir haben in der ersten Reihe mit diesem Loch angefangen. In der zweiten Reihe ist zwar die Position die gleiche, wir fangen aber mit dem mittleren Loch an. Das ist ganz wichtig, von unten durch. So, erstmal den Faden fixieren. Das ist auf dieser Seite dieses Loch. Da müssen wir rein. Schön durchziehen. Ich sage es immer wieder, weil wenn dann nachher eine Beule drin ist, das ist ärgerlich. So, das ist das Loch, wo wir durch wollen. So, und da kommen wir hier in der Mitte aus der normalen Schuppe raus. Gehen dann ins erste zurück, im Stoff auch in das erste und ziehen das Ganze schon mal vorsichtig an. So, jetzt hier wieder durch. Also der Nähvorgang für die erste Schuppe ist identisch mit dem in der ersten Reihe. Das ist alles Quatsch, was ich hier erzähle. Das wird gleich erst anders. Was haben wir denn hier für ein Zug drin? So, einmal noch. Durch den mittleren wieder nach vorne. Hier rein. So. Stück Faden irritieren lassen, was da noch durchhängt. So, und jetzt noch den Niederhalter befestigen. So, das haben wir. So, jetzt kommt die Schuppe ins Spiel, die mehr Löcher hat. Und die schafft uns den Übergang zu dem Versatz. Und die wird also so befestigt. Das heißt, ich muss hier gleich rauskommen. Dafür gehe ich auf der Rückseite in das mittlere Loch. Komme hier raus. Und fädel da die Schuppe ein, auf die 5 Löcher hat. So kann man schon die Position sehen. Mm.
Und die wird genauso mit derselben Methodik vernäht wie die anderen. So, da kommen wir jetzt wieder raus. Machen den auch mit zwei Fäden fest. Und gehen dann von der Unterseite hier lang, kommen da wieder raus. Ein kleiner Staub. Den könnte ich nochmal lösen. So. Sehr schön. Jetzt auch bei dieser Schuppe den Niederhalter noch befestigen. Ich heb die mal ein bisschen an, wenn da genug Licht ist. Wenn man Glück hat, kann man es auch erkennen. So, da ist er sehr genau. Fadenheader. So, Schwein gehabt. Einen müssen wir noch. So, und damit ist der Übergang zu einer versetzten Schuppenfolge getan. Die nächste Schuppe kommt jetzt hier so drauf und dann sieht man schon, dass wir ab hier einen schönen Versatz um eine halbe Schuppe gegenüber der ersten Reihe haben. Das mache ich jetzt mal eben kommentarlos so fertig. Ihr könnt auch gerne vorspulen. Weil auf der anderen Seite müssen wir auch noch mal so eine Schuppe einsetzen, um auch da einen Übergang zu erzeugen, wieder zu der geraden Kante. Weil auf der anderen Seite können wir den Versatz am Rand jedenfalls auch nicht brauchen. So, ich nehme mal mein Holzbrett. Da kann man immer schön die Nadel durchdrücken. Sehr hilfreich, wenn man da größere Flächen erstellt. Kann das schon mal Aua machen an der Hand. So, da müssen wir noch weiter hier Richtung Anfangsfaden mit verwurstet. Was haben wir da gemacht? Da habe ich mich tatsächlich einmal verfahren. Das ist mir, glaube ich, in der ersten Reihe auch schon mal passiert. Macht aber nichts. Hier geht es weiter.
jetzt durch. So, und die nächste, also ab hier, ist das Verfahren genau das gleiche wie in der ersten Reihe. Nur zum Rand hin jeweils muss man wieder an den Versatz denken. So. Tja, Musik darf ich leider nicht hinterlegen. Dann könnte das Video gesperrt werden. Oder jemand anders bekommt irgendwie hier Tantiemen dafür. Also, genießet das Nähen und die Stelle. Weil, wer das hier im Detail nochmal sehen möchte, kann sich auch den Teil des Videos ansehen, in dem die erste Reihe gemacht wird. Das ist also tatsächlich identisch, dieses Stück bis zum vorletzten. Kleiner Tipp noch, wenn ihr euch das ein bisschen erleichtern wollt, mit der Nadel durch die übereinander liegenden Löcher zu kommen, dann ist das hilfreich, wenn man möglichst darauf achtet, dass man möglichst in 90 Grad zum Stoff oder zur Schuppe einsticht. Das ist noch keine Garantie, macht aber vieles leichter. Dass mir das immer noch passiert. So. Jetzt wird es wieder etwas interessanter. Weil jetzt sind wir bei der vorletzten Schuppe angelangt und das wird wieder eine sein, die fünf Löcher hat, und die kommt jetzt hier ganz normal angesetzt. Wird also erstmal genauso vernäht wie die Standardschuppen. Ihr könnt ihr natürlich einfärben, wie ihr lustig seid. Ich habe das hier jetzt mal rot gemacht, um das ein bisschen deutlicher darzustellen. Weil ich habe tatsächlich auch einen Moment gebraucht, um das zu verstehen. Aber wenn man es erst weiß, wie immer, dann ist es gar nicht so schwer.
müssen wir hier in den Niederreiter erwischen. Da. Da ist er. Dadurch, dass wir hier jetzt diese vielen Löcher und die vielen Verbindungen haben, müssen wir doch mit dem Faden auf das lang und haben automatisch eine stabilere Seitenkante. Ich glaube, das ist so für die Haltbarkeit der Geschichte nicht schlecht. Vollständig festnehmen. Kann man zuletzt hier am Ende raus. Und wie es am Anfang war, hier kommt zwar eine normale Schuppe hin, hier kommen wir aber als erstes in der Mitte raus. Das war am Anfang genauso und ist hier wieder so. So, nicht vergessen, den hier mitzunehmen, das ist mir öfters passiert. Dann hier rein, dann zieht man fest und die letzte Schuppe bamselt dann nur so rum und ist nicht richtig drauf. Ärgerlich. Ja, der Faden war nicht zu großzügig, aber es wird. Das wird schon. So, den müssen wir wieder ein bisschen suchen. Also. Mein Holz. Wenn da so viele Fäden durchgehen, dann ist es manchmal schon schwierig, da durchzukommen. Und viel einfacher, wenn man da eine Unterlage hat. Frühstücksbrettchen oder irgendwas. Na. So, wenn ihr auf die Schuppe drückt, um die Nadel durchzukriegen, dann immer schön eng an der Nadel, nicht hier hinten, könnt ihr dann schon mal brechen. So, wir gehen in die letzte Runde. Der zweiten Reihe müssen wir hier nochmal durch. Ja, komm. Einmal da rein und irgendwo wieder raus. Da. So, wenn man es einmal gefunden hat, dann sitzt das auch immer genauer übereinander. Habe ich das gesagt? Und sollte zumindest immer einfacher werden. Ich den da. So. So, also je genauer ihr arbeitet, desto weniger Probleme habt ihr dabei. Und desto schöner ist auch das Endergebnis. So. Wegen Festigkeit mache ich hier noch einen mehr. Und jetzt ist die zweite Reihe auch fast fertig und wir müssen es nur noch fixieren. Das ist die Vorwärts-Rückwärts-Methode von meiner Oma. So, Schnipsibus.
So sieht das Ganze aus. Ja, erstmal ganz akkurat. Wer noch nicht genug hat, ich mache gleich noch die zweite Reihe. Die dritte Reihe, Entschuldigung. Die im Prinzip genauso ist wie die erste, aber man sieht ein bisschen mehr, wie so ein vollständiges Ding aussieht. Beziehungsweise der Eindruck ist ein bisschen vollständiger.